und muss das einfach aufzeigen, dass der ORF weder sein Ruf noch sein Auftrag in irgendeiner Weise nur gerecht wird. Es geht um Macht und Geld. Wird immer noch zwangsweise geimpft? Liebe Infodirektia, wir sind heute bei einer Pressekonferenz von Die Emus. Die wurde einberufen, weil Die Emus erneut eine Beschwerde gegen den ORF eingebracht haben, weil er nicht ordnungsgemäß über die Corona-Protokolle des RKIs berichtet haben soll. Herr Todor-Kostic, was ist der genaue Inhalt dieser ORF-Beschwerde? Bei so einer Popularbeschwerde geht es darum, dass man dem ORF vorwirft, also nicht dem gesetzlichen Objektivitätsgebot zu entsprechen. Und das war also hier bei der Berichterstattung über die herausgeklagten RKI-Files eindeutig der Fall. Rundherum in Deutschland, überall hat das hohe Wogen geschlagen und ist durch den Mainstream gegangen. Und da hat man gespürt, die RKI-Files, da könnte ein Point of Return eingeleitet werden. Und beim ORF hat man bevorzugt, wieder darüber zu schweigen und alle vielleicht darüber reden wollen, zu diffamieren. Und das ist so einfach der Punkt, wo ich sage, da muss man einfach irgendwas unternehmen und muss das einfach aufzeigen, dass der ORF weder sein Ruf noch sein Auftrag in irgendeiner Weise nur gerecht wird. Also man hätte also hier jedenfalls auch jemanden vom Multipolar holen müssen, um diesen zu befragen, und man hätte sich vor allem auch nicht mit den Aussagen der deutschen Bundesregierung, also insbesondere des Gesundheitsministers Lauterbach, zufrieden geben dürfen. Und die Feinheiten liegen in dieser 29 Seiten langen Beschwerde eben darin, dass wir versucht haben, jene Teile der nicht geschwärzten Files hineinzubringen. Die Arbeitsgruppe Influenza und der Krisenstab waren sich darüber im Klaren, durch diese Pandemie ist eigentlich keine wesentliche Bedrohung gegeben. Das steht in den Protokollen, ist das eindeutig bestätigt. Und das ist das, was wir ja auch von Anfang an gesagt haben. Trotz der Schwärzungen, ja, wer weiß, was bei den Schwärzungen noch alles dahinter steckt, wo wir noch möglicherweise die ein oder andere Überraschung erleben. Wie erklären Sie sich diese Schwärzungen? Ist es rechtens, dass so viel geschwärzt wurde? Nein, das ist natürlich nicht rechtens. Also es wird das sicherlich das ein oder andere geben, wo personenbezogene Daten drin sind, die vielleicht jetzt nicht relevant sind für die Fälle. Aber es ist ja, was weiß ich, 20-30% sind ja geschwärzt. Das heißt, da geht es nicht nur um Namen. Und natürlich darf man auch keine Namen schwärzen von Entscheidern. Ja? Da hat man als Folge einen Anspruch drauf, zu wissen, wer die Entscheidungen getroffen hat, die 83 Millionen Menschen beeinflusst haben oder beeinträchtigt haben. Ja, zu den Impfungen steht ganz klar drin, dass dem RKI bewusst war, dass wir weder Daten zur Dauer des Impfschutzes noch zur sterilen Immunität noch zur Sicherheit noch überhaupt zur Effektivität hatten. Es steht ganz klar drin, dass durch die Impfung wahrscheinlich die Ausbildung neuer Varianten begünstigt wird im Sinne einer Immunflucht. Also es steht auch da, stehen alle Sachen drin, die wir eigentlich als Kritiker der Corona-Maßnahmen schon 2020 gesagt haben und 2021. Es geht um eine Medienlandschaft, die teilweise gar nicht funktioniert, teilweise hervorragend funktioniert, da ist ein Ungleichgewicht entstanden, aber in der öffentlichen Wahrnehmung völlig am Kopf steht. Also es wird dann suggeriert, dass beim ORF alles perfekt ist. Alles, was da kommuniziert wird, ist die reine Wahrheit und nicht die Wahrheit. Alles, was dort aus der Wissenschaftsredaktion gekommen ist, die von Günther Meier geleitet wird, da ist so ziemlich alles falsch gewesen, was man den Menschen erzählt hat. Und die Menschen haben ja ein Leben danach ausgerichtet und teilweise immensen Schaden danach. Und deswegen ist das Medienrecht ganz, ganz wichtig, wenn es im Bereich Informationsbeschaffung, wenn es sich darum handelt und wenn es auch darum geht, einfach Zensur zu bekämpfen. Haben Sie Hoffnungen, dass diese Beschwerde dieses Mal durchgeht? Ja, meine Bedenken liegen beim VfGH. Leider vertraue ich dem jetzt nicht mehr. Das war lange Zeit nicht so. Ich bin ja 30 Jahre im Geschäft. Da habe ich durchaus auch Erfolge gehabt und da waren die Sachen eigentlich qualitativ durchaus in Ordnung. Aber es hat sich während Corona gezeigt, dass diese Nähe zwischen Regierung und VfGH nicht mehr der Gewaltentrennung entspricht, die wir eigentlich als Prinzip der österreichischen Bundesverfassung haben, weil eben nicht jene Leute, die von der Regierung in ihr Amt als Richter gebracht werden, dann das Verhalten dieser Regierungsmitglieder wieder überprüfen können. Das ist eine strukturelle Befangenheit, die ich schon lange kritisiere und die ich auch für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gebracht habe. Was erwarten Sie sich von der Beschwerde?
Ich bin ganz offen, juristisch habe ich überhaupt keine Erwartungshaltung. Mhm. Das mögen unsere Juristen beurteilen, aber ich persönlich, ja, es wäre nett, wenn man mal eine positive Nachricht kriegt, aber ob jetzt in 6 oder in 12 Monaten irgendeine Behörde oder in 18 Monaten ein Bundesverwaltungsgericht mir sagt, ob das passt oder nicht, das tangiert mich halt nicht. Mhm. Ich will ihm hier und jetzt etwas aufzeigen, ich will ihm hier und jetzt einen Missstand beenden und das sind einer der wenigen tauglichen Mittel, die wir als Zivilgesellschaft haben und die wenigen Chancen, die man hat, die nutzen wir einfach. Wie ist das zu erklären, dass die Bundesregierung dann anders entschieden hat als ihr eigenes Institut? Tja, das ist eine gute Frage. Die Dinge sind politisch entschieden worden und letztendlich muss man sagen, es geht wahrscheinlich um Geld. Es geht um Macht und Geld und die Pharmalobby ist halt sehr mächtig. Naja, wir müssen die freien Medien unterstützen. Es gibt ganz viele Menschen, die sich in den freien Medien inzwischen informieren, aber es gibt sehr, sehr wenige, die auch wirklich wirtschaftliche Hilfe leisten. Und ich merke das selber, wenn nur jeder Tausendste oder manchmal jeder Zehntausendste, der regelmäßig was von einem liest, einem einen Dauerauftrag gibt von ein paar Euro, davon kann man sich nicht finanzieren. Ich meine, ich bin jetzt nicht davon abhängig, weil ich nur eine Anwaltskanzlei habe, aber ich kenne halt sehr viele Kollegen, die halt auch gucken müssen, wie sie wirtschaftlich jeden Monat ihre Technik, ihre Mitarbeiter bezahlen. Und da ist es schon ganz wichtig, dass wir auch alle planen können und da sollte auch jeder ein Interesse dran haben und es ist einfach wichtig, dass Informationen, wenn sie gut und unabhängig sein sollen, dann muss das irgendjemand bezahlen. Sie haben das Multipolar-Magazin heute mit 7.500 Euro unterstützt. Weshalb das? Ja, da steckt eine ganz große Symbolkraft dahinter. Wie gesagt, das war nicht nur mir, sondern auch viele befreundete Netzwerke. Es soll einfach ein symbolisches Danke an die alternativen Medien sein, die eben nicht am Futterdruck hängen, die keine Presseförderungen und Inserate der Regierungen kriegen, sondern die täglich überleben müssen und die wertvolle Arbeit sozusagen irgendwie honoriert kriegen müssen. Und es ist ein bisschen ein Aufruf an die Gesellschaft, wenn euch diese Information etwas wert ist, völlig egal, wie dieses Medium heißt, das soll jeder für sich selber entscheiden, dann bitte spendet im Rahmen eurer Möglichkeiten. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann liken, teilen, kommentieren und schreibt uns in die Kommentare, was ihr zum ORF, zu den RKI-Protokollen und zu den etablierten Medien denkt. Und nicht vergessen, das Magazin InfoDirekt abonnieren.